Moin, heute Mechanik-Video zu den ersten Abgrund-Dungeons, zu denen in Vern. Dafür braucht ihr für beide Itemstufe Minimum 340 und wir gehen chronologisch erstmal durch den Canyon der Dämonenbestie und dann Ursprung des Nekromanten. Viel Spaß! Die meisten Dungeons sind ungefähr gleich aufgebaut, also gibt es immer so Mob-Phasen, wo man einfach durchrennt und ein paar Mobs tötet und dann zwischendurch die größeren und schwereren Boss-Phasen. Also, ihr tötet alle Mobs und ihr kommt am ersten Boss an. Der erste Boss ist ein verderbter Vasuela. Müsste ich ihn grafisch beschreiben, wäre das Video wahrscheinlich nicht monetarisierbar, also lassen wir das. Wichtig zu wissen ist hier die einzige Mechanik, die er wirklich hat. Offensichtlich hat er normale Angriffe, weicht den aus, macht euren Schaden. Die einzige Mechanik, die er wirklich hat, ist, dass einer von euch ab und zu mal ein Fadenkreuz über dem Kopf haben wird. Der wird getargetet. Damit geht bitte an den Rand der Map, weil ihr werdet ein großes AOE, also ein Feld mit Flächenschaden ablegen. Diese Felder bleiben bestehen und entsprechend, je weiter weg man die von der Mitte des Schlachtfelds legt, desto mehr Platz hat man dann tatsächlich noch zum Kämpfen. Falls der Kampf länger dauern sollte, dann habt ihr unter dem Boss, unter der Lebensleiste, eine lilane Leiste, das ist die Taumelleiste. Wenn ihr die auf Null bringt, dann brecht ihr den Boss sozusagen, dann betäubt ihr den und alle Felder verschwinden wieder. Ansonsten kloppt drauf, lasst euch nicht treffen und der Boss liegt früher oder später. Diese Taumelleiste kann man im Übrigen mit Angriffen runterprügeln, die entweder eben Taumeln als Modifikator auf sich drauf haben oder auch mit Bomben, die Betäubungsschaden oder Ermüdungsschaden oder Taumelschaden machen. Aus irgendeinem Grund sind das drei Begriffe, die immer mal wieder im Spiel auftauchen. Am Ende des Tages machen sie alle das Gleiche. Nach der nächsten Mobphase geht es zum furchtbaren Malkrill. Das ist ein Boss, der wesentlich flinker ist und entsprechend muss man ein bisschen mehr aufpassen. Folgendes, sehr lange Zeit wird man einfach nur wieder auf ihn draufhauen, seinen Angriffen ausweichen. Hier ist zu sagen, wenn er sich ortet, dann ist er kurz konterbar, also er wird blau. Wenn man ihn gekontert hat, geht er zu Boden, kann man entspannter Schaden machen. Wenn man es nicht schafft, danach dreht er sich in einer relativ großen Fläche, also entweder kontern oder weggehen. Mit der Zeit, wenn man ihn nicht vorher getötet hat, setzt seine Mechanik ein. Diese Mechanik fängt an, wenn oben dieses rote Icon 6 Stacks absorbiert hat. In dem Moment werden 4 Orbs auf der Map spawnen. Oben, rechts, unten und links. In Lost Ark gehen wir meistens nach Uhrzeiten. Das erlaubt uns ein bisschen besser Richtungen zu bestimmen, also auf 12, 3, 6 und 9 Uhr, ja. Der Boss wird ab diesem Moment anfangen, sich immer wieder zu Gruppenmitgliedern zu teleportieren. Das Ziel ist jetzt, mit der Gruppe zu einem Orb zu gehen und auf diesen Teleport des Bosses zu warten. Wenn der Boss sich teleportiert hat, wie immer nach einem Teleport, dreht er sich einmal, dabei macht er eben diesen Orb kaputt. Schaffen wir das 4-mal, dass er alle Orbs kaputt macht, ist er für längere Zeit betäubt, wir können ganz entspannt weiter Schaden machen, gar kein Problem. Schaffen wir das nicht, dann dreht er ein bisschen mehr durch und ist wesentlich unangenehmer zu kämpfen, also wäre das der Plan. Entsprechend die Mechanik so, dann weiter draufhauen, ausweichen und der Boss ist auch schon tot. Das war es mit dem ersten Abgrund-Dungeon. Damit können wir auch ohne Umschweife zum zweiten kommen und das ist Ursprung des Nekromanten. Ursprung des Nekromanten wird schon etwas anspruchsvoller und das wird sich dann auch durch alle nachfolgenden Dungeons der anderen Kontinente eigentlich weiter so durchziehen. Der erste Boss ist auferstandener Garum, ein großer Drache. Der Boss hat eine Mechanik. Nur eine, aber die ist wichtig zu befolgen. Wenn ihr die nicht befolgt, dann wird eure Gruppe unter Umständen wipen. Ja, also dann sterbt ihr alle, außer ihr tötet den Boss, bevor es soweit ist. Folgendes.
immer mal wieder macht der Drache einen Flächenangriff, der eigentlich keinen richtigen Schaden macht, aber einen Buff verteilt, eine Kugel über euren Kopf. Gleichzeitig, während er das macht, spawnt irgendwo in der Arena eine goldene Kugel. Jetzt ist es wichtig, dass jede goldene Kugel eingesammelt wird und immer von einem anderen Spieler. Ja, um es leichter zu machen, würde ich empfehlen, generell einfach in der Gruppe zu gucken, wer hat die Nummer 1, der nimmt die erste Kugel, der zweite die zweite, der dritte die dritte, der vierte die vierte. Das machen wir, wenn wir eine komplette Rotation gemacht haben, also vier Leute Kugeln genommen haben, wieder von vorne. Ja? Diese Reihenfolge, die ist nicht veränderbar. Ich erkläre euch, wieso wir das machen. Jedes Mal, wenn der Drache diesen Flächenschaden macht, wir eine Kugel über den Kopf bekommen und der goldene Orb spawnt, nimmt irgendjemand den Orb und verliert damit alle Kugeln, die er über dem Kopf hat. Alle anderen haben eine. Dann kommt der nächste Flächenschaden. Alle haben zwei. Der seine eine verloren hat, hat dann wieder eine. Egal. Das Wichtige ist, niemand darf mehr als vier haben. Vier ist okay. Fünf gibt es einmal Flächenschaden, ganze Gruppe tot. Ja? Vier ist das Maximum an Kugeln. Damit niemand zu viele hat, müssen wir entsprechend abwechselnd und dann, wenn der Kampf länger dauern sollte, in der gleichen Reihenfolge weiter diesen Orb nehmen, damit wir eben nicht mehr als vier Kugeln Maximum überm Kopf haben. Wenn ihr die Mechanik korrekt ausführt oder den Drachen einfach tötet, bevor irgendjemand von euch mehr als vier Kugeln überm Kopf hat, cool, ab zum zweiten Boss. Hier im Kampf mit Siegmund, dem Unsterblichen, werden wir an verschiedenen Positionen Kugeln nehmen müssen. Ja? Auch hier wieder das gleiche, 12, 3, 6 und 9 Uhr. Jeweils werden zwei Kugeln spawnen. Eine der Kugeln ist weiß, eine der Kugeln ist rot. Jetzt heißt Siegmund der Unsterbliche nicht unsterblich, weil er leicht stirbt. Wenn seine Lebensleiste auf 0 geht, dann macht er einmal eine Fläche, die ist entweder weiß oder rot. Je nach der Farbe nehmt ihr die zugehörige Kugel. Wenn alle Leute die richtigen Kugeln nehmen, dann wird er trotzdem nochmal aufstehen und das wird dann, glaube ich, zwei oder dreimal passieren. Falls irgendjemand die falsche Kugel nimmt oder keine Kugel nimmt, dann steht er umso öfter auf. Ich glaube, bis zu fünfmal. Also es ist tatsächlich in unserem Interesse, die richtigen Kugeln jedes Mal zu nehmen. Hier gibt es auch eigentlich nichts anderes mehr zu sagen. Offensichtlich hat er auch Angriffe. Offensichtlich möchte man den ausweichen, nebenher Schaden machen. Falls ihr Probleme mit Farben habt, Farbenblindheit ist ein Ding, dann schaut mal in den Einstellungen des Spiels. In den Einstellungen unter Barrierefreiheit könnt ihr Farbenblindheitsfilter einfügen. Also, falls das die Krux an der Geschichte sein sollte, verzweifelt. Damit wünsche ich euch unheimlich viel Erfolg mit den Wern-Dungeons. Die Tage kommen dann auch weitere. Also, falls ihr da festhängt, verzweifelt nicht allzu sehr. Und viel Spaß beim Lost Ark-Spiel. Liebe Leute, macht's gut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.